crazy. Okay? Crazy. Hey Freunde, da sind wir wieder und ich weiß nicht, ob ihr den letzten Part gesehen habt, aber am Ende des Parts gab es eine Ungerechtigkeit sondergleichen, die wir so in der Form, glaube ich, noch nicht in dieser Reihe erlebt haben, denn nach, ich glaube, 13 Punkten, 2 Assists, nach ordentlichen Leistungen laut Scorecard, 2 dynamischen Zielen, die wir erreicht haben, wurden wir zum Headcoach gerufen, der gesagt haben, unsere Leistung wäre so schlecht und der hat unsere Zeit reduziert. Ganz ehrlich, das ist Bullshit hoch 10 und wir werden uns das nicht mehr länger gefallen lassen bei den Bobcats. Das heißt, wenn das weiter so geht und ganz ehrlich, das ist Schikane hoch 10. Ich weiß nicht, ob das laut Karriere so sein soll, dass man frustriert wird irgendwann, aber das ist Schikane hoch 10. Das werden wir uns nicht gefallen lassen. Das heißt, wenn das so weitergeht in den nächsten 1 bis 2 Parts, werden wir einen Trade fordern und dann können uns die Bobcats mal da küssen, wo die Sonne nicht scheint. So, das zum Start wollte ich mal ganz kurz raushauen, weil ich nehme diesen Part, den letzten Part jetzt am Stück auf. Und es regt mich, hat mich so aufgeregt, entweder ich gerade eine kurze Pause gemacht habe zwischen den Parts, hat mich sowas von aufgeregt, das glaubt ihr gar nicht. So, okay, 3 der nächsten 4 verwandeln, weil ich meine ganz ehrlich, wenn man eine gute Leistung hat, und gut, unsere Teamwertung war nur bei C-, aber die restlichen Wertungen haben ja gestimmt. Da ist es doch scheißegal, was die Teamwertung ist, wenn der Rest stimmt. Also, das ist echt was, das regt mich so ein bisschen auf und das macht zu Recht wütend und ich weiß natürlich jetzt nicht, wie eure Reaktion auf das letzte Video war, weil ich jetzt einmal 2 Parts am Stück aufnehme, aber ich hoffe, es gab einen lauten Outrage im Kommentarbereich darüber, wie das im letzten Spiel ablief, denn das ist echt nicht rechtens, ganz ehrlich. Es kann natürlich wirklich sein, dass das laut Story so ist, dass der Coach nachher uns gefressen hat, ich weiß es nicht. Aber das war schon... Das war assig hoch 10. Also, das hat mich richtig aufgeregt. Und gut, wir, wie sage ich mal so schön, Mund abwischen und weitermachen. Und genau das werden wir tun. Das heißt, wir werden jetzt ignorieren, was passiert ist. Wir werden uns voll auf das Spiel gegen die Raptors konzentrieren. 2 Punkte haben wir immerhin schon. Oh, was ist denn da los? Dudley warps ein bisschen umher. Let's do the time walk again. Ja, ich kann immer noch nicht singen, aber es stört mich weiterhin nicht, mein nicht vorhandenes Talent vor der Welt auszubreiten oder beziehungsweise vor 500 bis 700 wöchentlichen Zuschauern bei NBA. Es geht mir am Popes vorbei. So, aber schöne Führung an der Stelle hier. 8 Punkte, das ist eigentlich relativ solide. Sagt uns natürlich noch gar nichts, aber wir sind im ersten Viertel. Da kann sich noch so viel tun. So, aber ich würde heute gerne mal mit einer besseren Wertung was ist bessere Wertung? Wir haben eigentlich eine ganz gute Wertung, aber zumindest unsere Teamwertung möchte ich diesmal gerne ein bisschen boosten. Mal gucken. Oh, das ist natürlich... Ja, und ich hoffe, wir erleben heute wieder so jemand wie im letzten Teil. Das Problem ist, das heißt Problem, wenn ich eine Folge aufnehme, dann muss ich mir überlegen, komm. Ja, sauber, schon wieder ein Dreier. Was ist denn los mit Van Hero? Van Hero's going crazy. Wo war ich? Ach ja, crazy. Wenn ich eine Folge hochlade, dann muss ich mir meinen Episodentitel übernehmen. Und beim letzten Mal war das so schnell klar, dass es irgendwas mit Dreier im Titel sein sollte. Und dann passiert diese Ungerechtigkeit. Und ich habe so viele unterschiedliche Titel im Kopf gehabt für so eine Folge. Also schwer, was ich auf einen zu einigen. Komm! Oh, schön! Ganz ehrlich, schöner Spielzug. Richtig schöner Spielzug. Oh, sehr schön. Wir haben einen schönen Start hingelegt. Dynamisches Ziel erreicht. Das geht gut los. Ich meine, 7 Punkte bisher. Ja gut, das ist natürlich nicht ganz so schön, aber es stört uns nicht, weil es nicht unser Gegenspieler war. Weil er hat der Mundschutz im Mund oder hat er einfach nur eine komische Fresse? Oh, ihr habt es, glaube ich, gesehen. Wir haben... Ja, ich hoffe, wir sehen das gleich nochmal. Wir hatten einen, dass wir sozusagen heiß sind, um uns als Icon am Spiel drauf. Bisher kennen wir nur die Cold Streak. Jetzt haben wir eine Hot Streak. So, oh, wir sind direkt auf dem Feld. Oh, komplette Länge, wenn wir Glück haben. Das wäre cool. Ja, und vielleicht habt ihr es gemerkt, ich spiele heute ein bisschen mehr ab, aber ich habe heute... Oh, sehr schön. Könnte ich nicht mal einer freilaufen? Da ist so viel Platz unterm Korb. Schön. Sehr schön. Plus einen. So, komm. Jetzt...
Damn it. Ja, gut. Wir sind nur gut, wenn wir zwei Freiwürfe haben. Mit einem kann ich nicht umgehen. Das splittet zu sehr unsere... Oh, das war ein schöner Zonenpass. Ist für uns natürlich echt nicht gut, wenn sowas zugelassen wird, aber es war ein schöner Zonenpass an der Stelle. Ehre, wem Ehre gebührt, Freunde. Ehre, wem Ehre gebührt. Komm, Gordon. Mann, können wir nicht in Shumway einfliegen? Für die, die nicht wissen, Alf, Freunde, Alf. Oh, ganz ehrlich, der stand so frei, warum rennt der nicht nach vorne? Ich wäre nach vorne gejumpt. Aber bei uns ist ja nie so viel frei in der Defensive. Oh. Schöner Dreier. Also ich meine, Ehre wem Ehre gebührt, aber es gefällt mir natürlich nicht ganz so, auch wenn unsere Führung weiterhin 8 Punkte sind. Defense, rufen sie. Boah, relativ weit. Oh, komm. Warum ist das ein schlechter Pass gewesen? Ich meine, so wirklich Sinn macht das nicht. Ich meine, okay, das war ein riskanter Pass, aber es war auch kein schlechter Pass. Ach, ich sollte aufhören, dieses Spiel zu hinterfragen irgendwie. Irgendwelche KI-Bewertungssachen. Ich sollte es einfach so hinnehmen und wir werden es übrigens so machen, wenn, ich habe ja mich beim letzten Mal so aufgeregt über diese Sache mit dem Coach und habe ja gesagt, wenn das so weitergeht, dann werden wir nächste Woche tatsächlich einen Trade fordern und gut, das war wirklich ein schlechter Pass. Gut, das gebe ich ihm. Jetzt kann ich wirklich, komm, Wurfdefensive. Schön. Wenn das so wird, dann werden wir einen Trade machen und dann wird es wirklich so aussehen, ihr dürft bestimmen, wo wir hintraden und das will ich wirklich in eure Hand geben. Ich hoffe, wir kriegen ein paar gute Angebote, aber wenn das ganze Spiel uns so bewertet wie unser Coach, dann zweifle ich da so ein bisschen dran. Ja, komm, ein bisschen zum Korb schieben, Fadeaway. Ja, sauberst. So, das war. Da haben sie gerade über uns gesprochen und dann werden wir ausgewechselt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, auch interessant, dass dann der Kommentator sagt, er sieht lieber, dass wir einen normalen Wurf machen anstatt den Fadeaway. Weil, gut, Fadeaway ist natürlich immer ein bisschen mit Risiko verbunden, weil man eine Rückwärtsbewegung ist und was nach vorwärts bringen möchte, während man im normalen Stand ja wahrscheinlich mehr Präzision hat, denke ich mir jetzt einfach mal. Ich meine, dass ich das letzte Mal Basketball gespielt habe, das war. Ja, da muss ich mir schon am Kopf kratzen, weil das so lange her ist. Das war tatsächlich so, als ich mit 16, 17, aber auch war ich glaube mit 20 auch noch, da wo ich wöchentlich an unserer alten Schule und für Leute, die jetzt immer noch nicht wissen, ich bin ja mittlerweile in den 30ern. Auch wenn man es mir nicht anhört, aber 82er Jahrgang ist einfach so. Und wie gesagt, so mit 16 bis 20, eigentlich fast jedes Wochenende, ich ignoriere jetzt einfach die Abwertung, jedes Wochenende auf den Schulhof und Basketballkorb hing und haben dann da gespielt. 2-2, 3-3, ach, so ein Spaß war das. Da ist man teilweise, weiß ich nicht, eine Stunde lang gelaufen zur Schule, eine halbe Stunde zu spielen oder sowas. Ach, das war eine großartige Zeit. Okay, aber willkommen zu Onkel Saschas Geschichtsstunde früher aus den 2000ern. Aus den 90ern. Ja, aus den 90ern, also Ende der 90er. Ja, ich bin alt. Beautiful view of Toronto. So, die Führung sind noch... Oh, was haben wir? 8 Punkte, ja. 8 Punkte immer noch. Vor allem waren es 6 gerade, als wir es gesehen haben. Ach ja, so, ich decke hier oben mal den. Ja, da muss ich jetzt runtergehen. Der läuft so frei, da muss ich einfach zwischengehen, weil ich wusste, der zieht sonst durch. Oh, was war das denn? Was war das denn für ein Beam? Das war aber ein schöner Beam. Ist auch schön, ne? Oben 1-1-1-0-1-0-0. Kann das mal jemand in die Binärsprache übersetzen? Was steht da? Hallo Mike? Ja, war ein bisschen... Oh, guck mal, der hat einen Bart wie wir. War ein bisschen übertrieben, die Reaktion.
Übrigens, und das kann ich jetzt schon mal sagen, wir werden wahrscheinlich nach dem Spiel mal ein bisschen was an Optik ändern. Ich habe das schon mal vor ein paar Parts angekündigt. Ich habe gesagt, wenn es Proteste gibt, dann meldet euch. Es gab keine Proteste, deswegen Edgy Badge. Ich will einfach, ich habe ja schon mal gesagt, wenn man Park spielt, da ist diesen Online-Modus. Oh, schöner Fadeaway und drin das Ding. Heute läuft's aber. Wenn man Park spielt, dann fällt man relativ schnell auf die Nase mit diesem Standardmodell. Was heißt, wir haben ja kein Standardmodell, aber wir haben halt schon sehr beliebte Sachen ausgewählt. Den Bart, die Haare und wir werden ein bisschen Farbe reinbringen, vielleicht die Frisur ändern, vielleicht sogar den Bart wegnehmen, mal übergangsweise für ein paar Spiele. Weil online ist einfach so schwer, den eigenen Spieler zu erkennen, wenn alle gleich aussehen. Da muss einfach ein bisschen was her. Oh, wir haben wieder eine Hotstreak. Sehr schön. Jetzt sehen wir es gerade, das Symbol an uns dran. Das heißt, wir sind so heiß momentan, dass man an uns auf unserem Bauch einen Schnitzel braten könnte. Baby, 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 baby. Das ist mir schon peinlich, während ich es laut gesungen habe. Mein Gott, heute läuft's aber wie am Schnürchen. Was ist denn heute los? Was haben wir uns in den Kakao geschüttet? Ich meine, gut, bisher ist alles auf Punkte basiert. Wir haben kaum was bei Assists und kaum was bei Rebounds, aber maybe, yeah, boom. He's a big reason why they have the lead right now. He's made all of his field goal attempts thus far and remains hot from the floor. They love to get more of those. Ja, ich hoffe, der Coach hat das gehört, was der die Kommentatoren gesagt haben. Wir sind ein großer Grund, warum wir eine 10 Punkte Führung haben. Holy shit, wir cashen die Dinger heute aber auch ein. Das ist ja willkommen zur Sullivan Hero Show. Na, Kollege, vergiss es, dass du an mir vorbeikommst. Vielleicht darf ich dich abspielen, das war's aber auch. Nicht mein Problem. Oh, und das wird immer roter, der Kreis bei uns. Das heißt, wir sind immer besser. Ich glaube, das fängt so im Orange an und wird dann bis ganz rot. Hammer. Also, ich weiß echt nicht, was heute los ist, aber irgendwas haben wir aus dem Kaffee getan und das scheint Wunder zu wirken. Yeah, baby! Yes, the big fella here doing his best impression of a point guard, serving up a brilliant feed. Ja, das war aber nicht auf uns bezogen, weil wir haben ja nicht einen Assist gegeben, wir haben den Punkt gemacht, aber wir waren zumindest zu sehen, ist ja auch okay. Well, Al, this was a game where you guys seem to have a distinct advantage inside. How do you evaluate how well the team played as a whole? We made some mistakes, you know, they made us pay, but we just kept pounding the ball inside and you know, we outmatched them on the inside, so that's what we did and we came out with the victory. You've always got to play through your mistakes, it'll turn around eventually. Al, thanks for the time. This was sort of a coming out party for you. Do you think you put the league on notice? Das war eine Coming out Party für uns, sagt er. Ja, ich und Al Jefferson, ich muss es zugeben. Wir sind ein Paar. They better take notice. If not, they're about to get left in the dust. You know, this game is evolving. And I'm the new breed. History in the making. And this is only the beginning. And as for expecting more of the same, man, you can expect even better as I go on. Ah, Sonny, du bist so großartig. So ein schönes Großmaul. Oh, Spieler-Lounge nach dem Spiel. Was jetzt? Gratulationswünsche, Blumensträuße, Blowjobs? Yeah, thanks. Celebration. Come on, man, like what? Ja, natürlich. Hallo? I don't know, man. I'm tired. We got that shoot around tomorrow. Alright, man. Yeah, it wouldn't hurt to go out for a bit. Alright, for sure.
Ich finde die Stimme von Sullivan Hero so großartig. Aber wer immer der Sprecher dahinter ist, er ist genial. Was ist denn los? Oh, man. I'm late. Coach is gonna flip. Oh, man. Großartig. Ja, Coach flippt eh aus. See the papers this morning? Catch the news lately? See what's blowing up all over social media. Ja, hoffentlich ich. Nah. I mean, I haven't had a chance to. Yeah, I bet you haven't. Well, let me tell you what you've been missing then. Everybody is talking about you. Good. Passing around pictures taken of you all over town and ending with you dragging yourself home at 6 a.m. this morning. Jede Werbung ist gute Werbung. Hey, yo, hold on a second. I was not the only guy that went out last night. I mean, I just went out with the rest of the dudes after they asked me to. Yeah, well, apparently the rest of the dudes had the good common sense not to pose for pictures all over town, unlike you. Yeah, I do not know what to tell you. Because I'm here now, and I'm gonna be good to go tonight. Oh, great. You think so? Yeah. Well, guess what? I'm suspending you for a game for conduct detrimental to the team. What? Yeah. You need to be focused on picking up your game. And not going out all night and having fun. Come on, man. I'm here, and I'm gonna be ready to play. That's the bottom line. Well, let's hope this serves as a wake-up call, then. Look, you're too talented to get distracted by all this off-the-court stuff. Whatever, man. Alter Vater, was ist denn da los? Stopping by. As you know, it's important for me to regularly check in with all the players. So, how you feeling about the team at this point of the season? Alter, dümmste getimte Zwischensequenz aller Zeiten. Aller Zeiten. Aller Zeiten. Well, I've been playing pretty well lately. I feel like if I had some more minutes, I could really take my game to the next level. You have stepped it up lately. But coach is the one who ultimately decides on the rotation. I'll talk to him. See if there's anything we can do. Yeah, that'd be great, but only if you think it makes sense. I don't want to second-guess coach. I'm just letting you know what I'm thinking. Of course. We're always going to make a decision that's right for this organization, but I appreciate your input. That's good to hear. So schlechtes Timing bei Zwischensequenzen haben wir echt selten erlebt, um ganz ehrlich zu sein. Na gut. Wir sind noch nicht fertig heute, denn ich habe ja gesagt... Greetings, this is your captain speaking. We have been cleared for landing into the Motor City. We should be at the gate soon and enjoy your stay in Detroit. Ja, ich bin mal immer ganz ruhig, wenn die Durchsagen vom Flieger, vom Piloten kommen. Weil die sind immer so laut meistens. So, ich habe gesagt, wir sind noch nicht fertig. Und das ist einfach ein Grund, weil ich jetzt so ein bisschen aufmüpfig werden will mit Sonny. Das heißt, wir werden jetzt mal unser Aussehen ein bisschen ändern. Das wird, glaube ich, Zeit. Wenn wir schon all over the social media sind, wie sie so schön gesagt haben, während die Katzen sich jetzt zerfetzen neben mir, dann sollten wir der Presse auch ein bisschen was zu sprechen geben. Das heißt, eine andere Haarfarbe, andere Frisur, irgendwas, um uns ein bisschen hervorzuheben. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, niemand erinnert sich an Dennis Rodman, weil er ein guter Spieler war. Jeder erinnert sich an Dennis Rodman, weil er ein Paradiesvogel war. So, und schauen wir mal, was wir haben. Ne? Ist ein bisschen Massenmörder-like. Jo, passt vielleicht zur Stimme. Ne? Glatze ist auch nicht so ganz. Ne? Sieht so ein bisschen aus wie ein Ei auf dem Kopf. Willkommen zu Under the Dome, die zweite Staffel mit Sonny Van Hero diesmal. Ja, für so eine Frisur bin ich nicht afroamerikanisch genug, würde ich sagen. Ein bisschen zu cheesy. Nee. Oh, ja, Mann, willkommen. Nee, auch nicht. Alles nicht das Richtige. Obwohl, das sieht ganz cool aus eigentlich. Ich finde so diese glatt rasierten Seiten sind ganz cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, so zurückgekämmt, vielleicht andere Haarfarbe. Was haben wir da zur Auswahl? Ah, nee. Hallo? Wobei, ist natürlich auch mal ganz cool, schwarze Haare, blonder Bart. So Hollywood-Hogan-Style. Oh, rot.
Passt natürlich nicht. Blau wird natürlich ganz gut passen. Zu den Bobcats nochmal ein letztes Zeichen geben. Das machen wir auch. So, ulala, ich bin Jacques vom Franzose-Markt. Ulala, liebe Freunde. So, was haben wir denn hier? Oh, irgendwie sieht Sonny so anders aus, oder? So glatt rasiert. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Wir haben ihn jetzt so kennengelernt mit Bart. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr der Meinung seid, dass Sonny seinen Bart behalten soll. Ich werde das dann vielleicht nächste Woche ändern, wenn ihr mit dem Endergebnis, was wir hier erschaffen, nicht zufrieden seid. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Ja, weil ich finde, mal ein bisschen was anderes muss her, ein bisschen Abwechslung. Ich finde, das sieht echt ganz gut aus. Mal gucken, können wir hier vielleicht was ändern? Ja, schade, dass diese Optionen so limitiert sind. Ich meine, gerade in so einem Modus, da könnte man mehr machen. Das ist natürlich auch alles limitiert hier, um ehrlich zu sein. Aber gut, wir machen das so. Das gefällt mir fürs Erste. Blaue Haare, das sieht auch mit Sicherheit ganz cool aus. Ja. Ist mal was anderes zumindest. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und beim nächsten Mal geht's weiter, liebe Freunde.